Herzlich willkommen bei magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg. Mein heutiger Gast hat Kontakt mit der geistigen Welt. Und zwar seit ihrer Kindheit spricht sie und spürt sie andere Wesenheiten. Ihre Berufsbezeichnung ist Lichtbotin. Ich begrüße ganz herzlich Pavlina Klemm. Hallo. Hallo, liebe Britta, danke für die Einladung. Ja, Pavlina, ich freue mich, dich zu begrüßen, das allererste Mal beim Frankfurter Ring. Mhm. Du bist in Tschechien aufgewachsen und hast schon in deiner Kindheit über besondere Fähigkeiten verfügt. Ich habe das noch selten gehört, dass jemand schon mit 8 Jahren heiße Hände bekommen hat. Wir lernen das mühsam in Kursen hier, unsere Hände zu polarisieren oder mit Händen zu heilen. Aber du hattest schon Heilkräfte wohl in deinen Händen, schon mit dem 8. Lebensjahr. Und zwar so stark, dass sie haben gekocht und deine Mutter musste mit kühlem Wasser löschen. Erzähl doch mal, was war da? Also kann sein, dass es vielleicht schon früher war als mit 8 Jahren. Aber ich habe es halt erst mit 8 Jahren so bewusst bemerkt. Und meine Hände waren immer sehr, sehr heiß und die haben wirklich gekocht. Und meine Mama hat mir immer so Schüssel mit kaltem Wasser gebracht und hat gesagt, ja, tu die Hände rein, das wird schon alles gut sein. Aber das hat wirklich nicht geholfen. Oder als ich zum Beispiel nähen müsste, dann war die Nadel nach ein paar Minuten sofort rostig. Und das war schon sehr bemerkenswert. Genau, und ich habe immer nicht gewusst, was das ist, obwohl ich immer gespürt habe, in mir drinnen, da ist was. Und ich habe immer wieder nach irgendwelchen Kräften gesucht. Ich habe gedacht, ja, was könnte sein? Und bei uns, ich bin ja in der Tschechei aufgewachsen, wie du schon erwähnt hast. Und bei uns waren halt die Sachen mit Spiritualität und Heilen absolut verboten, strengstens verboten. Und ich konnte mich auch nicht so richtig informieren. Aber dann habe ich eben so zu den ersten Kontakten gekommen. Trotzdem habe ich mich immer wieder so angebunden gefühlt. Und da kam ich auch zu dem ersten Kontakt mit meinem verstorbenen Uropa. Also auf der geistigen Ebene ist er dir begegnet? Ja, ja. Und hat dir Botschaften gebracht? Also das Interessante ist dabei, weil mein Uropa, der ist schon 1953 verstorben. 13 Jahre praktisch bevor ich geboren wurde. Ja. Und wir haben aber trotzdem wunderbare Kontakte zu der Lichtwelt erschaffen. Und das war praktisch mein erster Lichtbegleiter und Channel begleiten in die geistige Welt. Mein großer Begleiter. Und dann bin ich unendlich dankbar, dass der mich weitergebracht hat zu der Lichtwelt. Und auch den Kontakt zu Engeln sozusagen ermöglicht hat vielleicht? Oder? Wir haben so viele, viele Botschaften geschrieben oder ich habe sie bekommen über den Uropa und viele Texte haben wir geschrieben und sein Foto habe ich auch eigentlich in meinem Wohnzimmer und das Interessante ist, ich kann es vielleicht das Foto zeigen, ich habe es dabei. Gerne. Ich weiß nicht, ob man schon... Ja, man sieht ihn. Ja, genau. Und auf diesem Foto sieht man seinen Rucksack. Der hat mir mal geschrieben, in diesem Rucksack habe ich auch Botschaften und Briefe auch bewahrt, weil bei uns, wie ich schon erwähnt habe, der ist auch im Kommunismus, hat im Kommunismus gelebt und es war alles wirklich verboten, man musste alles verheimlichen. Und er hat seine Briefe, der auch mit Verstorbenen geschrieben hat, was die Heilung betrifft und andere Botschaften, hat er in diesem Rucksack aufbewahrt. Und er hat mir mal geschrieben, schick deine Mama in mein Geburtshaus, weil meine Mama ist da auch aufgewachsen, und da wird sie diese Briefe finden. Sie soll die Briefe abholen.
Und dann habe ich meine Mama geschickt, weil sie wohnt natürlich in der Tschechei und hier in Deutschland, in München. Und meine Mama hat es gemacht, die ist in Speicher gegangen und die hat diese Briefe tatsächlich gefunden. Und die habe ich jetzt zu Hause. Und das ist ja für mich ein sehr großes Geschenk, weil ich diese praktisch in der Zeit zurückgegangen. Das glaube ich, ja. Das Interessante an den Botschaften ist ja, dass sie ganz konkret sind, so wie ich dich verstehe. Du hast ja jetzt inzwischen auch drei Bücher geschrieben. Und es sind eben nicht nur Engel, die sich bei dir melden, sondern es kam dann auch zu dem Kontakt mit den Plejadern. Ich glaube, in der Zeit, nachdem du hier nach Deutschland gekommen bist, hat sich da ja noch eine weitere geistige Wesenheit gemeldet. Genau, die weitere geistige Ebene. Also ich habe erstmal durch meinen Uropa, habe ich mit Verstorbenen, mit meiner Familie und mit anderen Verstorbenen, die die Botschaften übermitteln wollten, geschrieben. Und der Uropa hat mich praktisch zu den Engeln erstmal gebracht und dann weiter, als ich so stark war, dass ich auch die andere Lichtwelt, die Lichtebene tragen kann, hat er mich zu den Plejaden gebracht. Und die Plejada, das sind lichtvolle Wesen, die uns liebevoll begleiten. Und die Begleiter, die arbeiten energetisch auch eng mit Engeln. Und die helfen uns praktisch jetzt in dieser schwierigen Zeit. Wir leben jetzt in dieser wirklich sehr anstrengenden Zeit, wo wirklich viele auch energetische Hilfe brauchen. Die helfen uns energetisch, uns wieder aufzubauen, unsere Lichtfrequenz erhöhen und einfach, damit wir das tägliche Leben besser meistern, hier auf der Erde, im menschlichen Körper. Und wie kam es dazu, dass du wusstest, dass es Plejader sind? Haben die sich vorgestellt, hallo, wir sind die Plejader? Oder also, wie sollen wir uns das vorstellen? Genau, das war tatsächlich so, wie du sagst, weil ich habe wieder mit den Engeln kommuniziert, habe ich wieder geschrieben, wunderschöne Botschaften, Meditationen, die mir wieder geschrieben haben. Und plötzlich habe ich gespürt, es ist komplett andere Energie da, sehr stark, kraftvoll, aber trotzdem liebevoll. Und dann haben sich sofort gemeldet und haben auch geschrieben, tatsächlich, das sind wir, die Plejada, lichtvolle Zivilisation. Und wir werden die jetzt Botschaften für die Menschen oder Menschheit, besser gesagt, übergeben. Und das ist es ja auch, was du in deinen Veranstaltungen dann machst. Also das eine ist natürlich in den Sitzungen, die du gibst. Aber wir haben dich ja auch zum ersten Mal jetzt eingeladen, dass wir mal live sowas erleben. Ich weiß, du machst Live-Channelings, so nennt sich das, und geführte Meditationen, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie so etwas funktioniert. Und dazu gibt es auch die Möglichkeit bei dir, in einem Seminar das zu erfahren. Mhm. Ist das jetzt für Menschen gedacht, sage ich mal, die selber so etwas lernen wollen zu tun, oder ist es auch für Menschen, die eine Heilung sich erwünschen oder eine Lösung für ein Problem? Was würdest du empfehlen? Also ich würde sagen, es ist wirklich für alle Menschen gut, weil die Plejada bringen uns die unglaublich wunderschöne, bedingungslose Liebe von unserem Gott. Und mit dieser Energie kann jeder arbeiten. Das ist, ich werde den Leuten natürlich helfen, damit sie diesen ersten Kontakt, bewussten Kontakt praktisch erfahren können. Und diese Energie, diese Liebe und das Licht ist für alle da. Und die Plejada helfen uns noch verstärkt, unsere Blockaden und Negativitäten aus dem Körper noch schneller praktisch transformieren. Die Engel arbeiten sehr, sehr auf liebevolle Weise, harmonische Weise. Die Plejada sind auch sehr oft, dass die spüren auch sehr, sehr, sehr stark, was derjenige Mensch braucht. Es ist genauso wie die Menschen, die Leser, die Bücher lesen. Dann ist es das Gleiche, weil sie tun sich wirklich an die einzelnen Personen anschwingen und die arbeiten einzeln mit den Personen, mit den Lesern. Das heißt also, obwohl du ein allgemeines Reading machst oder ein allgemeines Channeling, ist jeder Mensch einzeln angesprochen, genau, und wird daraus etwas für sich
mitnehmen. Also wenn ich dann die Leute mit meinem dritten Auge im Saal beobachte immer, dann okay. sehe ich, dass jede einzelne Person praktisch von bestimmten oder persönlichen Lichtbegleitern betreut wird sozusagen. Wow, also du siehst die richtig mit ja, dem, also mit dem dritten Auge, ne? Okay. Kann sie sehen. Und kannst sie beschreiben, also du könntest mir dann auch sagen, du, dieses und jene Wesen ist mit dir in Kontakt. Genau. Und diese kann auch immer sagen, was gerade im Saal passiert, auf welche Ebene die Plejada mit den Engeln gemeinsam arbeiten. Und das ist immer sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, du hast es ja selbst erlebt. Du hast ja selbst dadurch ja, dein Leben wieder in die Hand genommen. Du hast eine lebensgefährliche Asthmaerkrankung gehabt und die Plejada haben dir geholfen, wieder zurückzukommen in einen irdischen Körper. Bestimmt. Und ich glaube, wenn man so etwas mal erlebt hat, dann ist man erst mal zutiefst dankbar. Ja. Und ist auch überzeugt davon, dass es höhere Mächte gibt, die uns leiten und begleiten und deren Hilfe wir auch anrufen können. Warum ja. nicht? Genau, es ist eben ein anderer Weg. Es ist, viele gehen durch eine Selbsterkenntnis, durch eine bestimmte Heilmethode, die sie einwenden. Aber warum nicht in Kontakt gehen mit geistigen Wesenheiten? Und du bringst uns die Plejada, sodass wir es einmal ausprobieren können und selbst erfahren können unter deiner Anleitung. Ja, am 15. Ja, ja. September ist es soweit. Da bist du in Frankfurt. Wir sind schon total gespannt. Du hast hier einen Erlebnisabend, zu dem man kommen kann. Und es gibt einen Workshop, zweitägigen, am 16. und 17. September. Alle Infos hier unter dem Bild zu sehen. Und du wirst auch deine schönen Bücher mitbringen. Hier ist schon mal eine Postkarte, wo man die drei Cover sehen kann. Man sieht wahrscheinlich da drauf Plejada. Hm? Männliche, weibliche Plejada. Mhm, ja. Genau. Na, sehr ausgefallene Cover auf deinen Büchern. So sind sie uns auch aufgefallen. Und ja, vielleicht verlosen wir auch einige davon. Und es gibt glückliche Gewinner, die damit einen persönlichen Autogramm auch dann von dir und den Plejadern nach Hause gehen. Also, ich sage kommen, mitmachen, erfahren, wer die Plejada sind. Und unsere liebe Pavlina hat vielleicht noch einen letzten Gruß an alle, bis wir uns sehen. Hast du noch eine Botschaft? Also ich freue mich sehr, sehr. Und ich wollte noch sagen, dass die Plejada nicht nur für uns Menschen da sind. Natürlich sind die für unsere Erde, für Mutter Erde, weil die Mutter Erde braucht unglaublich viel Heilung momentan und sie begleiten uns auch bei diesem Prozess, was unglaublich wichtig ist. Und bei diesem Wochenende, was wir gemeinsam erleben, haben wir wirklich Möglichkeit, uns selber zu helfen, unsere Erde und auch den anderen mit Liebe im Herzen. Wunderbar. Ich danke dir herzlich und einen schönen Gruß hinaus in die Welt. Ja. Wir freuen uns, wenn alle kommen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss.